Der Regenmacher wird auch Regenstab genannt. Er ist eine röhrenförmige Gefäßrassel. Der äußere Zylindermantel besteht aus Holz oder Bambus. Im Innern werden die Dornen in das Innere des Copado-Kaktus getrieben. Dann wird der Regenstab mit kleinen Kieseln oder Reiskörnern gefüllt. Die beiden Enden werden dann geschlossen. Wenn man den Regenmacher umdreht, fallen die Kieselsteine von Stachel zu Stachel und erzeugen ein Geräusch, das an fließendes Wasser erinnert. Der Regenmacher stammt ursprünglich aus dem Nordteil Chiles, dem Atacama-Gebiet, in dem es sehr trocken ist. Er diente den Indianern für Regenzeremonien.